Draußen ist es kalt, draußen ist es weiß und deswegen gibt's heute ein neues Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play, nämlich Donkey Kong Country Tropical Freeze, erschienen 2014 für die Nintendo Wii U und wurde geremaked für die Nintendo Switch. Die Version, die wir jetzt spielen werden, ich werde es zu 100% spielen, nicht mehr die 200%, weil die dauern ein bisschen zu lange, aber die 100% sind auf jeden Fall drin und ich hoffe natürlich, euch gefällt dieses wundervolle Projekt, mit dem wir jetzt starten werden. Donkey Kong Country Tropical Freeze ist natürlich ein wunderschönes Game, aber wir spielen es nicht im Noob-Modus, sondern auf dem ganz normalen Modus, nämlich ohne Funky Kong. Denn mit Funky Kong ist es ein bisschen lame, Leute. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen zu leicht für unseren Geschmack. Deswegen spielen wir das auf den ganz normalen Modus. Hier haben wir noch eine zweite Datei, die ich mal so privat gezockt habe. Aber ist völlig irrelevant. Wir spielen eine komplett neue Datei. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der Originalmodus. Mach dich für die klassische Herausforderung bereit. Der gewählte Modus gilt bis zum Ende des Spiels. Also wir können den Modus nicht mehr wechseln. Wir können nur den Originalmodus bis zum Schluss zocken. Genau das werden wir auch tun. Und die 100% sind auf jeden Fall drin, Leute. Also es wird auf jeden Fall eine fantastische Reise. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt dieses Projekt. Wenn ja, ihr wisst, wie ihr mir das zeigen könnt. Und natürlich auch ein Abo da lassen, Leute. Ich weiß, diese blöde Schleichwerbung ist... Ja, es nervt mittlerweile schon. Aber man muss die Leute trotzdem immer noch daran erinnern, bitte ein Abo da lassen und einen Kommentar und eine Bewertung, egal was auch immer. Lasst einfach irgendwas da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir beginnen mit dem Standardmodus, mit dem Pro Controller. Und das wird auf jeden Fall wunderbar. Aber jetzt genießen wir erstmal den Einblick in die Story von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Da hat er doch tatsächlich Donkey Kong seinen Geburtstag gestört. Dieser Widerling. Könnt ihr das glauben? Also ihr habt Geburtstag, wollt gerade eure Geburtstagskerze ausblasen und dann passiert sowas. Und ihr fragt euch, warum? Warum?
Die Grafik natürlich hier bei diesem Nintendo Switch-Teil ist überragend, Leute. Ist wirklich überragend. Im Gegensatz zu Wii U muss ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schick geworden. Und hier haben wir noch ein kleines Easter Egg. Donkey Kong Country Returns haben wir auf dem Bildschirm. Und ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf dieses Projekt, weil ihr wisst, Leute, Donkey Kong Country ist einer meiner Lieblingsspiele und beziehungsweise eigentlich fast mein Lieblingsspiel, was ich sagen kann, dass es wirklich so ist. Weil Donkey Kong Country, mit dem bin ich eigentlich aufgewachsen. Also Super Mario gefällt mir übrigens auch sehr, sehr gut. Aber Donkey Kong Country ist mittlerweile auf der Spitze. Und ich glaube, ich muss nicht erklären, was wir hier alles machen müssen, da wir diesen Teil schon mal Let's Played haben auf der Wii U. Und ich muss sagen, Donkey Kong kann in diesem Teil wenigstens mal wieder unter Wasser tauchen, weil das hat er in seinem letzten Abenteuer, konnte er das leider nicht mehr. Da hat er das irgendwie verlernt. Beziehungsweise wurde nicht einprogrammiert, aber hier in diesem Teil kann er wieder tauchen, er kann wieder alles machen, wo mit dem wir auch vertraut sind. Nur ist halt eben dieses Mal der Fall, dass uns die Luft ausgeht unter Wasser. Aber das soll uns nicht weiter stören. Unter Wasser müssen wir auf jeden Fall nicht so viel machen. Es kommen noch ein paar Level, wo wir uns denken, okay, unter Wasser, ja, gut. Dann sollten wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Zu den 100% möchte ich noch kurz erwähnen, zu den 100% gehören, wieso habe ich mich jetzt treffen lassen? Oh mein Gott, what the fuck? Zu den 100% gehören sämtliche KONG-Buchstaben und sämtliche Puzzleteile. Uns wird immer angezeigt, wann wir oder wie viele Puzzleteile wir haben. Wir haben jetzt insgesamt hier in diesem Level 9 Puzzleteile, die wir natürlich auch alle einsammeln werden. Weil ich weiß auch ungefähr, wo alle sind. Jetzt habe ich da oben die Steine nicht kaputt gemacht. Soll aber kein Hindernisgrund sein, denn wir kommen auf jeden Fall noch da hoch. Denn diese komische Pflanze, oh Gott, das hat die mich auch noch verletzt. What the fuck is this bitte? Also ich werde hier permanent verletzt und da oben müsste ein Puzzle... Jawohl, ein Puzzleteil extra. Und wir können auf jeden Fall hier noch die zwei Steine kaputt machen. Und dafür gibt es nur ein paar Goodies. Nur muss ich jetzt unbedingt aufpassen, weil ich habe jetzt nur noch ein Herz. Und wenn ich nur ein Herz habe, das heißt, ich werde gleich sterben. Deswegen unbedingte Vorsicht, meine Freunde. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt dieses Projekt sehr und ich hoffe natürlich, ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr mit dabei. Weil bei diesen eiskalten Temperaturen, was zurzeit draußen herrschen, da muss man sich unbedingt irgendwie in Winterfeeling begeben. Beziehungsweise man sollte sich warme Sachen anziehen. Und ich glaube, dafür gibt es auch ein Puzzleteil. Deswegen sollte ich mich beeilen. Und dafür gibt es wirklich ein Puzzleteil. Sehr, sehr schön. Die Tikis spielen leider in diesem Teil keine Rolle mehr. Deswegen haben wir jetzt neue Gegner, nämlich die Vikinger. Ja, die Vikinger sind unsere neuen Gegner, die wir hier bekämpfen müssen. Und unter anderem den großen Boss der Verdammnis, den Boss-Vikinger. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll, beziehungsweise wie der heißt. Das habe ich jetzt eigentlich schon komplett vergessen und den kann ich nicht töten. Aber dafür haben wir jetzt unseren Partner Diddy Kong. Und ich muss jetzt eigentlich, glaube ich, da runter, weil da unten gibt es auch noch ein Puzzleteil. Noch versteckt, hier gibt es, glaube ich, zwei Puzzleteile ganz, ganz nah beieinander. Je nachdem gibt es auch noch hier die Bonusspiele, bei denen wir uns natürlich anstrengen müssen, auch wenn sie ein bisschen lame sind, da sie einfach nicht innovativ sind. Also, damals hat mir das eigentlich besser gefallen. Also, die Bonusspiele waren immer sehr, sehr innovativ und das hat mir eigentlich bei Donkey Kong Country immer super gefallen, was in den letzten zwei Teilen allerdings viel zu kurz kam. Und das macht mich ein bisschen traurig. Ich hoffe natürlich, bei dem nächsten richtigen Donkey Kong Country für die Nintendo Switch wird das alles geändert. Aber zunächst müssen wir uns damit zufrieden geben. Und wer dieses Spiel zu schwer findet, der sollte sich unbedingt den Switch-Teil holen und kann natürlich auch den Funky-Modus spielen. Weil der Funky-Modus ist eigentlich, wie soll man das sagen? Der ist eigentlich für die Noobs, beziehungsweise für die unerfahrenen Spieler. Und Funky Kong kann unendlich gleiten mit seinem Surfboard und ich glaube, er hat sogar drei Herzen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob der jetzt einen Partner haben kann oder nicht. Also das ist mir jetzt ein bisschen entglitten. Ich meine, ich habe das Game jetzt schon lange nicht mehr gezockt und da ist es das muss ich natürlich haben. Und ja, wer das ausprobieren will, unbedingt. Ich habe das, glaube ich, einmal gestreamt mit Funky Kong und da haben wir das ein bisschen ausgetestet. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, komm, wir zocken einfach nochmal den Teil, da es jetzt sowieso zu der Temperatur passt, zu dem Feeling in Deutschland mit Schnee, mit Eis und ja, unter anderem. Es ist kalt, es ist einfach fürchterlich kalt, Leute. Und ich hasse Kälte. Ich hasse Kälte über alles und deswegen zocken wir jetzt dieses Game nochmal auf 100% und ich hoffe natürlich, euch gefällt dieses Projekt. Würde mich sehr freuen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen,
Weil Donkey Kong Country Tropical Freeze ist wirklich ein mega, mega guter Teil. Und ich hoffe natürlich, ich habe jetzt alles eingesammelt, aber wir haben jetzt 5 von 9 Puzzleteilen und K.O. als Buchstabe. Das heißt, uns fehlt noch ein bisschen was und da gibt es nochmal ein Puzzleteil. Bam! Und wir haben es bekommen. Sehr schön. Genauso habe ich mir das erhofft. Genauso soll das Ganze hier ablaufen bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Denn wir wollen nämlich die 100% auf Anhieb schaffen und nicht, wie soll man sagen, hier blind durchrushen. Ohne irgendeinen Plan, weil den Plan, Leute, den haben wir schon seit dem letzten Let's Play. Wer das letzte Let's Play nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Wen es interessiert, damals war die Mikrofonqualität leider nicht so gut, wie sie jetzt ist. Und auch der Kommentarstil ist leider ein bisschen in den Keller gegangen. Aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man sich Zeit dafür nimmt und wenn man sich Mühe gibt und immer wachsen will, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Um Gottes Willen, der hat den aufgefressen. Habt ihr das gesehen? Der hat den aufgefressen, einfach so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe natürlich, er frisst jetzt mich nicht auf, aber nee, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Ich versuche unter anderem auch hier die Parts auf 15 Minuten zu halten, weil ich merke, dass meine YouTube-Kollegen ihre Parts auf 30 Minuten und noch viel mehr hochladen und da ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach ein bisschen zu gering. Also ich finde, oh mein Gott, nein, es kommt die, oh nein, dieses Minispiel, das hasse ich, oh mein Gott. Ob ich das auf dem ersten Versuch natürlich schaffen werde, ist fraglich, Leute. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, dass wir das alles packen werden. Und wir haben es geschafft. Und dafür gibt es ein Puzzleteil. Deswegen sollte man sich hier unbedingt beeilen. Und ich glaube, das war wirklich das erste Mal, dass ich das auf dem First Try geschafft habe. In einer Aufnahme. Und das finde ich mega. Das finde ich mega. Also wenn es wirklich so gut läuft, wie es bis jetzt der Fall ist, dann wird dieses Let's Play einfach nur überragen. Natürlich auch mit eurer Unterstützung. Das ist natürlich logisch. Mit eurer Unterstützung fällt mir irgendwie alles leichter. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich habe jetzt ein paar Projekte mittlerweile am Laufen. Und ich muss sagen, A Link Between Worlds läuft eigentlich bisher am besten. Und das verwundert mich doch eigentlich zutiefst. Und hier gibt es ein Bonusfass. Markiert natürlich wunderbar mit dem Totenkopf. Und dieser Bonus ist, ja, sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Ich will aber natürlich nicht den Mund so voll nehmen. Weil jedes Mal, wenn ich das mache, verliere ich einen Bonus. Und wenn ich einen Bonus verliere, dann könnte ich ausrasten. Dann könnte ich komplett ausrasten. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Und das wäre das 8. Puzzleteil von 9. Somit fehlt uns nur noch 1 und KONG müssten wir jetzt eigentlich komplett haben. Jawohl, haben wir. Und die KONG-Buchstaben, Leute, für die, die es nicht wissen, also ich erkläre es nochmal. Für die, die es nicht wissen, die KONG-Buchstaben sind für die Extra-Level. Also für die K-Level. Und wir können sogar hier unseren Special-Move programmieren oder beziehungsweise ausführen. Nämlich L und R gleichzeitig und das verleiht Diddy Kong dazu, dass er uns ein paar Leben sponsert. Ja, mein Favoritencharakter ist natürlich Dixie Kong. Also wer mich kennt, der weiß, mit Dixie Kong löse ich eigentlich alle Probleme und da hinten geht es nicht weiter. Okay, dann werden wir mal einfach dieses DK aktivieren und somit da hinten die Pinguine zum Einsturz bringen. Und wo ist denn das letzte Puzzleteil? Wo ist das letzte Puzzleteil? Das müsste doch hier irgendwo am Ziel sein. Oh, genau, genau, da hinten ist es. Da hinten befindet sich das letzte Puzzleteil und das werden wir uns natürlich grabben und somit haben wir die 100% vom ersten Level. Und ich bin mega stolz und ich kann mich überaus freuen, dass wir diese Pilotfolge mit 100% beendet haben. Und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute, in Mangrovien, unserer ersten Welt bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bis dahin natürlich alles Gute, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal und ciao.